das Thema, das mir gerade in den Kopf kam, das ist der Kampf. Diese unendlichen Kämpfe, die ich ausgefochten habe. Diese unendlichen Kämpfe gegen Dinge, die ich nicht will. Gegen Situationen im Leben, im Außen, was man sieht im Leben, was ich wirklich nicht will, was ich hasse, wenn Menschen nicht für sich gehen, wenn Menschen sich unterdrücken lassen, wenn Menschen sich klein machen lassen. Und das hasse ich so, so sehr, dass ich lange Zeit nicht erkannt habe, dass ich das auch mit mir mache. Ich sage nicht, dass ich das mit mir machen lasse. Nein, ich mache das mit mir selber. Ich bin der einzige Schöpfer, ich bin die einzige einflussreiche Kraft auf mich. Ich übe allen Einfluss auf mich. Ich bestimme alles, was über mich gedacht wird, was ich über mich denke, wie mein Leben läuft, wer ich in diesem Leben hier stehe, als wer ich in diesem Leben hier stehe. Und es ist eine lange Reise gewesen für diese Erkenntnis, weil diese Frau, die immer kämpfen musste gegen all diese Dinge, die sie nicht haben wollte, die war irgendwann mal ziemlich frustriert, die war total down und hat gedacht, das Leben hat sich gegen sie verschworen und alles, was in diesem Leben ist, jede Situation, jeder Mensch hat sich gegen mich verschworen und ich muss kämpfen, ich muss gegen alles kämpfen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du oft das Leben als einen Kampf empfindest, dass du es nicht leicht nehmen kannst, dass du es schwer nehmen kannst. Und das verstehe ich so, so gut, weil aus diesem Kampf bin ich nicht rausgekommen. Dieser Kampf hat mich selbst niedergestreckt. Dieser Kampf hat mich so weit gebracht, dass meine ganze Gesundheit mir genommen war, dass meine ganze Lebensfreude mir genommen war. Ich war 24 Stunden am Tag, war ich in Schmerzen. Und das waren diese Kampfschmerzen, das waren die Schmerzen von diesem großen, großen Kampf in diesem Leben, wo ich mich immer wieder wehren musste gegen, ja, als Kind vielleicht keine imaginären Angriffe, aber als erwachsene Frau habe ich mir einen Haufen imaginäre Angriffe kreiert. Und ich weiß heute, das machen wir alle. Ich weiß heute, wir haben alle Kämpfe, die wir austragen. Und diese Kämpfe, die bringen uns irgendwann mal einen Punkt, wo wir nicht mehr weiterkämpfen können, wo wir aufgeben müssen, wo wir Surrender geben, machen müssen. Wir müssen aufgeben, wir können nicht mehr weiter kämpfen, wir haben keine Kraft mehr, wir haben keine Lust mehr und das ist genau den Moment, den wir brauchen, um umzukehren. Der Moment, wo wir aufgeben, weil wir nicht mehr können, weil das, was wir bis jetzt versucht haben, für uns, für unser Leben, für unsere Welt da draußen, wenn wir begreifen, dass durch Kämpfen nichts weitergeht, wenn wir begreifen, wir müssen aufgeben zu kämpfen, dann ist es der Moment, an dem wir noch lange nicht wissen, was sollen wir denn machen, statt kämpfen. Und das ist der Moment, wo wir uns reflektieren, wo wir uns die Frage stellen, wie funktioniert das Leben? Gibt es einen Weg, dass dieses Leben für mich schön sein kann? Gibt es einen Weg, dass dieses Leben für mich ohne Kampf, ganz frei im Fluss, geschmeidig sein kann? Kann ich irgendeinen Weg finden, wo dieses Leben eine Freude für mich ist? Kann ich einen Weg finden, dass ich dieses Leben tatsächlich noch genießen kann? Weil das ist der einzige Ausweg. Du hast aufgegeben, du machst nicht mehr weiter, du kämpfst nicht mehr, du gibst dich hin. Und was und wem gibst du dich hin? Was passiert, wenn du nicht mehr kämpfst? Was kannst du tun? Bist du dann ausgeliefert? Und ich glaube, an diesem Punkt sind so, so viele Menschen. Depressionen führen uns dahin, Krankheiten führen uns dahin, Liebeskummer führt uns dahin,
aller möglicher Schmerz führt uns genau zu diesem Punkt, wo wir nicht mehr weiter können, außer aufgeben. Und dieses Aufgeben, das hat mich auf einen Weg gebracht. Und zwar auf einen Weg, wo ich das ganze energetische Spiel dieses Lebens angefangen habe zu untersuchen, damit ich es endlich verstehe. Alle möglichen Ratschläge, alles, alle Heilmodalitäten habe ich ausprobiert. Ich bin wirklich allem gefolgt und habe versucht herauszufinden, wie das Leben funktioniert. Wie funktioniert es, dass die einen wirklich ein Leben haben können, das sie in Freude und Leichtigkeit genießen? Und wieso ist es, dass so viele Menschen doch noch kämpfen? Und die Antwort ist die, wir werden so programmiert, dass wir glauben, unsere einzige Überlebenschance ist zu kämpfen oder zu flüchten. Und die Flucht, die endet auch irgendwann mal in einem Kampf. Weil wo willst du noch hinflüchten? Irgendwann mal hört es auf, du kannst nicht mehr flüchten, also musst du kämpfen. Wenn du nicht mehr flüchten kannst, musst du kämpfen. Wenn du in die Ecke gedrängt worden bist, musst du kämpfen. Also letztendlich endet es in einem Kampf. Und diese Energie, die wir aufbringen können, dass wir das begreifen, wie das geht, wenn wir diese Energie, die wir zum Kampf gegen das, was wir nicht wollen, wenn wir die aufbringen können für das, was wir wollen. Das ist der Wendepunkt. Das ist der Wendepunkt, wo du die Waffen niederlegen kannst, weil du weißt, wie du für etwas deine Energie investierst. Weil wir haben alle so großartige Energie, diese Energie, die wir zum Kämpfen brauchen, immer wieder, wenn wir die hernehmen und mit der gleichen Entschiedenheit für das einstehen, was wir eigentlich haben wollen. Und da dazwischen liegt ein Weg. Und diesen Weg nenne ich jetzt Divine Design Reise. Weil von der Frau oder von der Person, die so fest kämpfen musste, um zu überleben, zu einer Frau, zu einer Person zu werden, für die alles getan und gemacht wird, die nicht mehr kämpfen muss, die unterstützt ist, die getragen ist, zu werden. Das ist ein großer, großer Sprung. Und es ist ein energetischer Sprung. Weil diese Frau, die kämpfen muss und alles ablehnt, was sie bedroht, das ist eine Frau, die ist zu, die ist abgeschlossen, die ist verschlossen, sie ist verhärmt. Und die andere Frau, die da steht im Leben und weiß, dass das Leben für sie ist, dass sie getragen ist, dass sie geliebt ist, dass sie unterstützt ist. Diese Frau, die existiert auch in der Kämpferin. Es gibt unendlich viele Versionen von uns, die alle existieren. Aber diese Kämpferin, die meint, sie muss sich verteidigen, weil sie angegriffen wird, die verpufft ihre Energie in die falsche Richtung. Sie kommt nicht weiter, sie ist immer auf dem Schlachtfeld. Sie ist niemals auf dem Kreationsfeld. Und wie kann ich mich dazu bringen, dass ich eine Frau werde, die weiß, sie ist getragen, sie ist unterstützt, sie ist geliebt, sie ist gewollt, ohne dass sich im Außen erstmal etwas verändert. Diese innere Arbeit, sich zu erlauben, unter diesen ganzen äußeren Umständen, die sich gerade in deinem Leben zeigen, das ist ein großer Schritt. Das ist eine große, große Entscheidung. Weil aufzugeben und nicht mehr weiter zu kämpfen,
sich flach auf den Boden legen und sich ergeben. Vor wem oder was ergibst du dich? Du ergibst dich, du gibst dich, du gibst auf, deine inneren Kämpfe zu führen. Du gibst auf, Recht haben zu wollen. Und das ist so ein schöner, schöner, schöner Moment, der sich so, so weich anfühlt und so gut. Und in diesem Moment zu wissen, in welche Richtung ich gehe, wenn ich jetzt am Boden lege, wenn ich die Waffen gestreckt habe, wenn ich nicht mehr kämpfen möchte, wenn ich das so entschieden habe. Und bei mir war es so, ich habe gekämpft bis zum Letzten. Ich habe gekämpft bis zum allerletzten. Unter Schmerzen habe ich weiter gekämpft. Ich hatte so, so große Schmerzen. Ich konnte keinen Schritt tun ohne Schmerzen. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ich dorthin gekommen bin zu diesem Punkt, jeder normale Mensch hätte schon lange aufgegeben. Jeder normale Mensch hätte gesagt, ich kann nicht mehr. Aber ich war so getrieben davon, dass ich funktionieren muss, dass ich die Dinge machen muss, dass ich die Dinge durchziehen muss, dass ich die Dinge erreichen muss, dass ich nicht einfach aussteigen kann. Ich kann nicht einfach aus dem Leben aussteigen. Ich kann mich nicht einfach hinlegen. Ich kann nicht einfach gesund werden. Ich kann nicht einfach heilen. Das ging nicht in meinen Kopf. Das war keine Vorstellung für mich. Das war keine Option. Und aus heutiger Sicht, es ist so, so traurig. Es ist so traurig. Es konnte mich niemand aufhalten. Es konnte mich niemand stoppen. Da war nichts. Ich war so im Kampfmodus. Jeder, der mir helfen wollte, jeder, der mich unterstützen wollte, den habe ich weggekämpft. Es durfte niemand kommen und mich tragen, mich halten. Ich habe nie vertraut. Ich habe niemandem vertraut. Ich meine, all das, was ich in mir innerlich manifestiert hat, das hat natürlich eine Geschichte. Aber die Geschichte ist nicht relevant, sondern relevant ist, dass man erkennt, dass man von einer vergangenen Geschichte einen Riesenhaufen von Überzeugungen, Annahmen und Rückschlüssen mitnimmt. Und so hat man seine ganzen Glaubenssätze, seine ganzen Glaubensmuster im Kopf. Und wenn man ganz, ganz fest glaubt, dass das Leben, dass die Welt gegen einen aufgestellt ist, dann wird man danach handeln. Dann wird man immer kämpfen, immer Angriffe suchen, immer Schlachtplätze suchen, egal wie groß oder wie klein sie sind. Und das kann man nur aufhören, wenn man müde ist, wenn man richtig müde ist. Und viele, die sind dann so müde und die hören auf, gehen in Alkoholismus, gehen in Depression, gehen in andere Krankheiten. Und da schlägt mein Herz dafür, dass ich solchen Menschen, den meisten Menschen auf dieser Welt, sagen möchte, dass es nur daran liegt, dass sie lügen über sich selbst und lügen darüber, glauben, wie das Leben funktioniert. Es liegt nur daran, dass wir falsch informiert sind. Es liegt nur an unserer Fehlinformation. Und wenn jemand damals zu mir gekommen wäre und mir das erklärt hätte, was da mit mir los ist, dann hätte ich mir Jahre, Jahrzehnte suchen sparen können. Wenn mir jemand erklärt hätte, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle, warum ich mich so unterdrückt fühle, warum ich mich so wehren muss, warum keiner für mich da ist, warum niemand mir hilft, dann wäre ich so, so schnell zu der Frau geworden, die das Leben leicht nehmen kann, die ins Leben vertrauen kann, die Freude haben kann, die das Leben genießen kann. Und es gibt
so eine einfache Erklärung, warum wir uns so fühlen. Weil wir glauben, dass es eine Kraft außerhalb von uns gibt, Menschen außerhalb von uns gibt, die irgendetwas bestimmen, gegen das wir uns nicht wehren können. Und es wird so oft erzählt, in allen möglichen Lehren und Religionen wird uns gesagt, da draußen ist etwas, der liebe Gott, der straft dich. Schon als kleines Kind bei Weihnachten und bei Nikolaus, wenn du nicht lieb bist, dann kommt der Krampus. Ich bin in Österreich aufgewachsen und da gab es den Krampus. Der kam mit dem Nikolaus mit einer Peitsche zu den kleinen Kindern. Es gab einen riesengroßen Umzugswagen und da war der Nikolaus und der Krampus drauf. Und als kleines Kind hatte ich schon riesengroße Angst, dass dieser Krampus sieht, wie schlecht ich bin. Dass dieser Krampus sieht, wie schlecht ich bin und dass ich dann bestraft werde. Ich hatte eine Höllenangst. Ich bin mit einer Höllenangst erzogen worden, dass ganz, ganz schlimme Sachen passieren, wenn ich nicht brav bin, wenn ich nicht folge und wenn ich nicht gehorche. Und so hat sich das natürlich bei vielen von uns genau gleich entwickelt. Strafe hat überall gelauert. Und wenn das in deinem Feld ist, wenn es in deinem Raum ist, in dem du aufwächst, dann weiß dein Innerstes, dein Wahrhaftiges, dein Divines Sein, weiß, dass es nicht in Ordnung ist, weiß, dass es nicht richtig ist, weiß, dass du eigentlich nicht bestraft gehörst, weil du hast ja gar nichts Böses gemacht. Du hast gar nichts Böses gemacht. Du bist dir keiner Schuld bewusst. Du hast als kleines Kind hast du einfach nur gelebt und wolltest leben und lieben. Und du warst in einem Raum, der dir suggeriert hat, dass jeden Moment Strafe kommen kann. Und dass du jeden Moment böse sein kannst. Dass du jeden Moment Strafe verdient haben könntest. Und dann fängst du an zu kämpfen. Zu kämpfen und dich zu verstecken. Du versuchst, du willst dich verstecken. Und weil du merkst, dass du dich nicht verstecken kannst, weil du immer wieder gesehen wirst, du wirst immer wieder gesehen und immer wieder wirst du mit den Augen gesehen, dass womöglich etwas falsch an dir ist, dass womöglich etwas bestraft werden muss, suchst du irgendein Versteck, irgendeine Art und Weise, dass du nicht gesehen wirst, dass du versteckt bist, dass man dich nicht strafen kann. Du weißt nicht mal, für was du gestraft wirst, aber du hast permanent Angst davor, dass du gestraft wirst. Weil so funktioniert unsere heutige Gesellschaft. Wir sind in einem Raum von Strafe, wo Strafe herrscht, wo Zucht und Ordnung zu herrschen hat. Und vielleicht glaubst du, dass das heutzutage nicht mehr so schlimm ist, weil man darf ja die Kinder in der Schule nicht mehr schlagen und so weiter und so fort. Aber es kommt doch gar nicht darauf an, was man tut, sondern es kommt darauf auf die Energie an. Es kommt nur auf die Intention an. Es ist ein energetisches Spiel. Und so kommt es, dass wir alle so geprägt sind von diesem Raum, in dem wir aufgewachsen sind. Und irgendwann mal merken wir, da gibt es kein Entkommen. Wir kommen da gar nicht raus. Ich kann niemals nicht gestraft werden. Ich kann niemals nicht abgelehnt werden. Ich kann niemals nicht kritisiert werden. Aber warum? Warum? Weil ich davon ausgehe, dass Kritik, dass Strafe überall lauert. Und so viele Menschen laufen durchs Leben geduckt und ängstlich. Das siehst du zum Teil auch an der Körperstatur von Menschen, weil sie immer irgendwo etwas Schlimmes erwarten.
Und sie werden bestätigt. Es kommt immer irgendwo etwas Schlimmes. Und das ist die größte Höllenangst, dass aus dem Nichts jederzeit etwas Schlimmes passieren kann. Dass aus dem Nichts irgendetwas, eine Strafe, ein Verlust, sei es auch nur ein Geldverlust, irgendetwas, ein Verlust einer Freundin, ein Verlust einer Karriere, ein Verlust einer Beziehung, lauert überall. Und das ist ein Raum, in dem wir aufgewachsen sind. Das ist verpesteter energetischer Einfluss. Und dann laufen wir so durch die Gegend und sind in diesem Raum. Und das Einzige, was wir machen können, das Einzige, was wir machen können, ist dieses Spiel durchschauen, zu sehen, woher es kommt, zu erkennen, dass es überhaupt nicht so sein muss, dass ich jederzeit aussteigen kann. Ich kann jederzeit aussteigen, aber nur dann, wenn ich weiß, wer ich bin, wie die Energien funktionieren, wie das Außen, dass ich glaube, dass selbstständig da ist, einfach nur eine übernommene Vorstellung ist. Es ist ein übernommener Raum. Und ich bin wie in einer Blase und werde von dieser Blase unterdrückt und ich weiß nicht, dass ich da raus kann. Und dabei kann ich so einfach raus. Ich kann einfach sagen, ich bin nicht die. Ich bin nicht die, die Fehler macht, die gestraft werden muss. Ich bin nicht die, die sich beweisen muss. Ich bin nicht die. Warum sollte ich die sein? Warum sollte ich die sein? Ich bin noch mal auf die Welt gekommen, da war ich komplett in Ordnung. Da war nichts falsch an mir. Da war ich ein ganz, ganz kleines Baby. Und das, was ich glaube, bin ich geworden, weil ich etwas übernommen habe. Ich habe einfach etwas übernommen. Einfach so. Weil es der Lauf der Dinge ist. Weil es das ist, wofür wir hier angetreten sind. Es ist wirklich so, dass wir angetreten sind, um uns zu befreien von all diesen Lügen, die uns über uns und über die Welt erzählt werden. Und wir sind alle auf der Suche. Wir sind alle auf der Suche. Wir suchen diesen Ausweg und ich möchte ihn dir zeigen. Und ich habe ihn schon so vielen Menschen zeigen dürfen, genauso wie ich mich selbst befreit habe. Und es ist eine wunderbare Reise in die Freiheit. Es ist eine wunderbare Reise in die Selbstbestimmtheit. Es ist eine wunderbare Reise in die Sicherheit. Es ist so eine Reise in ein tiefes, tiefes Selbstvertrauen. Und es ist nicht dieses Selbstvertrauen, wo du denkst, das in unserem Sprachgebrauch gebraucht wird, sondern es ist ein Selbstvertrauen in ein Selbst, das alles sein kann, das alles kreieren kann, was es möchte, das alles erleben kann, was es möchte. Und dieses Selbst möchte von dir gelebt werden. Das ist dieses Selbst, das die ganze Zeit dein Leiden verursacht. Dieses Selbst möchte raus, dieses Selbst möchte leben, dieses Selbst möchte sich zeigen, dieses Selbst möchte sich nicht verstecken, dieses Selbst möchte nicht immer Angst haben, was Falsches zu machen, was Falsches zu sagen, abgelehnt zu werden. Dieses Selbst möchte sich zeigen. Dieses Selbst ist so gut, dieses Selbst ist so in Ordnung, dieses Selbst muss nichts befürchten. Und wir alle haben diese Chance. Und wir müssen nicht mehr länger warten. Es gibt nichts zu suchen, außer diese Klarheit in deinem Kopf, dass du alle Einflüsse, die du hast, dass du mal erkennst, was die mit dir machen. Dass alle Einflüsse, alles, was dir gesagt wird, über dich nicht
in Stein gemeißelt ist, sondern dass du entscheidest. Dass du entscheidest, wer du bist in deinem göttlichen Design, in deinem Divine Design. Wenn du nichts von dem mehr glaubst, was erzählt worden ist, was du gefühlt hast, was deine Geschichte war, was deine Herkunft war. Wenn du bereit bist, all das abzulegen, das bedeutet auch an alle Human Design Fans hier, dass sie ihre ganzen Charts verbrennen und das einfach nicht mehr sich sagen lassen von niemandem, von keinem Buch, von keiner Astrologie, von keiner Wahrsagerin, wer sie sind. Und dass sie dieses Divine Design ganz tief in sich selber anfangen zu fühlen und zu spüren, das ist der Weg. Und dann bist du genau da, in dieser Frau, in dieser Person, die da sitzt, sich ihres Lebens freut, keine Angst mehr hat, tolle Pläne schmiedet, sich auf ihre Zukunft freut, sich sicher getragen fühlt. All das, was du dir gewünscht hast, das kannst du dir machen, das kannst du dir kreieren. Du kannst zu dieser Person werden. Und auf diesem Weg von dieser gejagten und kämpferischen Persönlichkeit zu dieser Frau, die so entspannt ist, auf diesem Weg musst du einfach nur Lügen aufdecken. Lügen, die du selber glaubst. Denkmuster, die du selber glaubst, die nicht Hand und Fuß haben. Wo überhaupt niemand, das brauchst du nicht zu glauben. Weder über dich noch über andere. Aber bevor du das loslassen kannst, brauchst du ein neues Konzept. Weil dein Lebensüberlebensinstinkt wird es niemals zulassen, dass du ein altes Konzept verlässt, wenn du nicht ein neues Konzept hast, in dem du sicher und getragen wirst. Du wirst niemals aufhören zu kämpfen, außer du bist bereit zu sterben, bevor du nicht weißt, du bist in Sicherheit. Und mein Divine Design Konzept gibt dir genau diese Sicherheit. Das gibt dir genau diese Sicherheit, diesen Rückhalt, den du brauchst, um das Alte loszulassen. Um all diese Dinge, die dir die vermeintliche Sicherheit gegeben haben, an denen du so festgehalten hast, um die zu verlassen, brauchst du ein neues Konzept. Das geht nicht. Das geht nicht. Dein Verstand, dein Denken, dein Überlebensinstinkt, der wird dir niemals erlauben, deine Hände zu lösen, deinen Griff zu lösen an dieser Stange, an der du dich so festhältst, bevor er nicht weiß, dass du gesichert bist. Bevor er nicht hundertprozentig weiß, hier ist Sicherung, hier ist absolutes Vertrauen, du kannst hundertprozentig vertrauen in dich, in dieses Konzept von dir als absoluter Schöpfer, als absoluter Manifestierer. Manifestor will ich ja nicht mehr sagen, weil das ist ja dann wieder Human Design. Als Kreator, als die Person, die durch ihre Energie, weil Energie ist Information, also durch die Information, die sie in sich trägt, die Realität kreiert. Und das ist wichtig, dass du es verstehst. Diese Information, die in dir ist. Und was ist Information? Information ist all das, was du glaubst, all das, was du denkst, all das, was du annimmst, all das, was du für Rückschlüsse hast. All das, was da vibriert in dir, das kreiert im Außen. Und all diese Lehren, die dir immer sagen, heb deine Schwingung, du musst in einer guten Schwingung sein, du musst in einem guten Zustand sein, die vergessen, dass in diesem guten Zustand trotzdem noch diese Informationen in dir wirken. Die sind aktiv. Du kannst in einem wahnsinnig guten Zustand sein und trotzdem glauben, dass du nicht sicher bist. Du kannst in einem wahnsinnig guten Zustand sein und trotzdem glauben, dass du finanzielle Nöte zu befürchten hast.
oder Angst um deine Familie zu haben. Du kannst in einem guten Zustand sein und all diese Dinge, die wirken trotzdem. Du hast es überdeckt und es spürst du und es weißt du. Du weißt, dass du nicht frei bist. Du weißt, dass du nicht losgelöst bist. Du weißt, dass du nicht ausgelassen bist. Du weißt, dass du eine gedämpfte Freude hast, weil hinten im Hinterkopf, hinter dir, da lauert noch die Gefahr. Du spürst die Gefahr noch. Du spürst die Gefahr, obwohl keine Gefahr mehr da ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Diese Gefahr, dieses Gefühl der Gefahr, diese latente Angst, dieses latente komische Gefühl im Bauch, das kommt nur, weil du noch Dinge glaubst, die du nicht glauben musst. Weil du noch Dinge glaubst, die dir eben Angst machen. Und die müssen weg. Und erst dann, wenn die alle weg sind, dann ist dieses Gefühl weg. Und dann schwelgst du in einer Sicherheit, die du dir gewünscht hast. Und dann weißt du, dass dir nichts mehr passieren kann, dass du dich komplett zeigen kannst, dass nichts mehr zu verstecken gibt, weil keine Strafe mehr lauert, weil der Krampus nicht, weil es den gar nicht gibt, weil es keinen Krampus mehr gibt. Es gibt keinen Krampus in deinem Leben, es gibt keine Strafe in deinem Leben, es gibt keinen, der was Schlechtes will für dich in deinem Leben. Es sind alle weg, es sind alles deine Hirngespinste. Immer schon gewesen. Hirngespinste, zu denen du dir Bilder gemacht hast. Und wenn du das einmal alles verstehst, und ich erkläre das dir so lange, bis du es verstehst, und ich habe das auch so wunderbar erklärt in meinen 10 Tagen Manifestationsprogramm, kannst du jetzt kaufen. Und in meiner Foundation. In der Foundation wird dir genau erklärt, wieso die Dinge so sind, wie sie sind und wie du sie verändern kannst. Ganz genau, so dass du es umsetzen kannst. Und es ist nicht eine Frage, ob du diesen Weg gehst, sondern es ist nur die Frage, wann du diesen Weg gehst. Und wenn du jetzt schon bereit bist, diesen Weg zu gehen, dann habe ich dieses großartige Angebot für dich, wo du die ganze Foundation, einen 6-Wochen-Kurs plus 10 Tage Manifestationsprogramm für einen einmaligen Preis von 1.111 Euro kaufen kannst. Und das wird dein Leben verändern. Das wird dein Leben verändern. Wenn du diesen Kurs machst, dieses Manifestationsprogramm und die Inputs aus dem Kurs, also aus der Foundation. Weil die Foundation gibt dir die Grundlage, dieses ganze Verständnis, was ich dir vorher gesagt habe, dass du dein altes Konzept nicht verlässt, bevor du nicht dein neues Konzept hast. Die Foundation ist das neue Konzept. Das brauchst du. Und auf diesem neuen Konzept kannst du dann anfangen, dein Leben neu zu kreieren. Weil du bist der Schöpfer. Dein Leben ist das, was du bist. Diese Informationen, diesen Glauben, den du da drin hast, über dich, über die Welt, über die anderen, dieses Lebenskonzept, das du in dir trägst, kreiert alles da draußen. Und dieses Lebenskonzept von Strafe und Unterdrückung und Angst, wenn du das weiterleben willst, dann brauchst du keine Foundation, keine neue Foundation. Dann hast du deine alte Foundation. Dann kannst du da bleiben. Aber wenn es dir wirklich, wirklich wichtig ist, dass du sagst, ich spüre das, ich spüre, ich bin divine, ich bin divine, es ist göttlich, es ist eigentlich doch gar nichts an mir kaputt. Ich habe es mir immer nur eingeredet, dass irgendwas an mir falsch ist, weil ich habe so eine Angst gehabt vor der Strafe. Ich habe so eine Angst gehabt, dass irgendjemand sieht, dass ich zu strafen bin. Ich finde es so furchtbar. Ich finde es so furchtbar. Und ich will es ändern für jeden. Und die Ladies, die bei mir im Business Group Programm sind, die werden es auch weitertragen. Wir werden nicht ruhen, bevor Kinder nicht mehr so erzogen werden in Angst und Horror vor irgendwelchen Strafen. Wenn du nicht lieb bist, dann passiert was Schlimmes.
Wenn du nicht den Wahnwitz machst, den ich dir sage, dann wirst du bestraft. Wenn du nicht die gleiche Scheiße glaubst, die ich dir sage, dann kommt was Böses. So funktioniert unsere Gesellschaft. Wenn du dir nicht Gift geben lässt, dann wirst du ganz, ganz fest krank. Unheilbar, dann wirst du sterben. Wenn du dich nicht unterwirfst, wirst du sterben. Aus allen Ecken und Enden da draußen ist es zu hören. Und es ist eine riesengroße Lüge. Und aus dieser Lüge müssen wir allesamt aussteigen als Gesellschaft. Und eine Gesellschaft fängt mit einer Person an. Und jede Person kann andere Menschen mitziehen. Aber jetzt frage ich dich, willst du diese eine Person sein, die aussteigt und diesem Scheiß ein Ende bereitet? Dann unterstütze ich dich. Dann unterstütze ich dich mega gerne. Aber wenn du noch glaubst, dass dieser Scheiß da draußen durch Kämpfen und Bekämpfen in Ordnung zu bringen ist, dann kämpf weiter. Du wirst nur müde. Und du wirst aufgeben. Und vielleicht wirst du dich an meine Worte erinnern und wirst merken, dass es doch diesen anderen Weg gibt. Und ich bin hier auf meinem privaten Profil. Ich habe nichts zu verbergen. Ich spreche meine Wahrheit. Ich weiß genau, dass sie stimmt. Ich habe keine Angst vor Strafe, vor Ablehnung, überhaupt nicht, weil ich weiß, das, was ich sage, ist absolut wahrhaftig. Und ich werde nicht aufhören, Menschen zu helfen, in ein geiles Leben zu gehen. Ich werde nicht aufhören, weil ich jetzt diese Tools habe, weil ich weiß, wie es funktioniert. Und deswegen erzähle ich dir das. Und anstatt Fernsehen zu schauen zum Beispiel, weil was soll ich, manchmal schaue ich irgendwie einen netten Film an, der mich unterhält, aber ich schaue eigentlich, also normales Fernsehen schaue ich sowieso nicht. Ich rede lieber mit dir und ich hoffe, dass ich dich inspiriert habe. Bis morgen übrigens, bis morgen Abend gibt es dieses wahnsinnig crazy Angebot. Wenn du hier auf meinem Facebook-Profil bist, musst du nur ein bisschen runterscrollen, dann findest du es. Ansonsten schaust du auf in meiner Gruppe nach, da habe ich auch was gepostet über dieses crazy Angebot. Auf meiner Homepage gibt es es nicht. Nur der mir crazy schreibt, der kriegt ein crazy Angebot, der kriegt den Link, der kann es buchen, der kann sofort loslegen. Es ist übrigens auch noch ein 1:1 dabei von mir. Nicht 1:1, Blödsinn, ein Gruppencall, Q&A. Jetzt ist es langsam spät. Aber egal, die es hören müssen, die haben es gehört. Und wir sind frei, wir sind happy. Bye.